Was ein geiles Intro, liebe Freunde. Und damit willkommen zu Let's Play Demon's Souls. Ja, ihr habt es ja lange gefordert, oft danach gefragt. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir starten hier mit Demon's Souls durch. Und nach Möglichkeit nicht alleine, sondern zusammen mit dem guten Imber. Ich setze ihn damit jetzt so ein bisschen unter Druck, dass er auch damit anfängt. Ja, wir gucken einfach mal, wie wir einfach vorwärts kommen. Ich sage jetzt schon mal vorweg, es wird nicht jeden Tag eine Folge geben. Es wird vielleicht auch nur eine Folge in der Woche geben. Müssen wir mal schauen. Hier seht ihr meinen ersten Charakter. Slash Stufe 85. 50 Stunden habe ich investiert für den ersten Playthrough damals. Also ich habe es nicht so genördet wie Dark Souls. Also wie gesagt, ich habe auch nie NG Plus oder so gespielt. Damals war mir das Spiel doch ein wenig schwer, muss ich gestehen. Und ich war froh, als ich durch war. Und jetzt gucken wir uns das einfach halt nochmal an, ob wir durch die ganze Dark Souls-Erfahrung vielleicht was dazugelernt haben. Der Charaktername, natürlich wie immer an dieser Stelle, Sless. Wo haben wir denn hier das L in Kleinformat? Dann brauchen wir natürlich auch noch ein E und ein T. Das ist ja einfach. Und noch ein schönes H. Und der Name passt. Drücken wir mal Start. Geschlecht, monstermäßig männlich, Soldat. Nee, der möchte ich nicht sein. Was gibt's denn hier? Ein Ritter. Ja, ich glaube, das wird meine präferierte Klasse werden. Jäger gibt's noch. Ja, der sieht ja auch so aus wie aus Dark Souls. Priester. Mag ich nicht so wirklich. Magier. Vielleicht beim nächsten Playthrough. Vagabund. Auch nicht. Barbar ist fast der Bandit. Dann haben wir den Räuber. Ja, natürlich der typische Dolchmann. Den Templer mit der Hellebarde, den eventuell Imber spielen will. Und hier den Adligen, den kann ich empfehlen für alle, die das Spiel zum ersten Mal spielen. Der hat nämlich einen Ring, der die Mana-Regeneration positiv beeinflusst, hat schon einen Zauber mit an Bord, womit ihr Gegner abschießen könnt. Also der ist für Starter wirklich nicht falsch in diesem Spiel. Ich selbst werde jetzt, wo ist denn der Unterschied zwischen Soldat und Ritter in dem Fall? Ich gucke mir nochmal hier die Werte an. Der hat schon eine höhere Seelenstufe mit 6, der ist Stufe 4, da kann ich noch ein bisschen mehr dann skillen, wie ich will. Vitalität hat der schon arschvoll, dafür weniger Stärke. Ich werde wahrscheinlich hier jetzt einfach mal den guten Ritter nehmen. Der sieht schick aus. Eigentlich sieht er jetzt hier ziemlich scheiße aus. Aber wir passen das mal an, machen das Alter so mittelmäßig. Ein bisschen Erfahrung noch, ein bisschen jugendlicher Leichtsinn. Super monstermännlich. Und, was nehmen wir denn da? Eine Topfrisur? Nee, die... Alter, das sah doch gar nicht falsch aus. Ich glaube, wir bleiben hier beim zurückgekämmten Sawyer-Stil. Machen noch die Haarfarbe schwarz, blaue Augen hat er. Sieht doch ganz schnieker aus. Was gibt's denn hier oben noch für Optionen? Ach, wir bleiben, glaube ich, aus dem Westen. Weiß ich nicht. Aus dem Osten lieber nicht. Huch, das... Nee, das kann ich das so sagen. Nein, lieber nicht. Wir bleiben einfach aus dem Westen. Passt schon. Ja, und dann machen wir hier einfach mal okay. Und gucken uns, glaube ich, noch ein weiteres Intro an, wenn ich mich richtig erinnere. Denn nach dem einen Intro kommt jetzt noch ein Story-Intro. King Aland the 12th, by channeling the power of souls, brought unprecedented prosperity to his northern kingdom of Boletaria. That is, until the colorless deep fog swept across the land. Boletaria was cut off from the outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. But Valarfax of the Royal Twin Fangs broke free from the fog and told the world of Boletaria's plight. That the old King Alant had aroused the Old One, the great beast below the Nexus, from its eternal slumber, and that a colorless fog had swept in, unleashing terrible demons. The demons hunt down men and claim their souls. Those who lose their souls also lose their minds. The mad attack the sane, and chaos reigns. Valarfax spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force. And the power of a mature demon soul is beyond human imagination. The legend spread quickly. Mighty warriors were drawn to the accursed land, but none have returned. Bjor of the Twin Fangs, Yurt the Silent Chief, Sage Urbane,
Skurver the Wanderer. The sixth saint, Astraea, and her knight, Garl Vinland. And sage Freyk the Visionary. The colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? Ja, und ob wir das leisten können, das müssen wir ja noch weiter rausfinden. Ich glaube, wir möchten die Reise in den Nexus spielen. Wir können das Spiel ja noch nicht so gut. Haben wir überhaupt keine Erfahrung mit Demon und Dark Souls. Da müssen wir uns das Tutorial auf jeden Fall nochmal angucken. Denn da werden wir bestimmt ganz viele tolle neue Sachen lernen. Brave soul, who fears not death. I shall guide you. Ja, und wir haben ja anscheinend schon einen Geist, der uns weiter durch das Spiel leiten will, der uns ein bisschen führt. Und das ist das Hauptziel. Wir müssen hier das absolut Böse im Nexus wieder in den Schlaf versetzen, damit hier die Welt nicht in Chaos versinkt. Denn die Menschen wurden einfach durch diesen Dämon wahnsinnig und verrückt. Und die Dämonen immer stärker dadurch, wenn sie halt Menschen töten. Ja, und wenn man hier die Taste X gedrückt hält, gibt es hier dieses Gestenmenü. Und ich verbeuge mich und ziehe den Hut und sage herzlich willkommen zu Demon Souls. So, was müssen wir denn noch machen? Erstmal gucken wir mal kurz die Optionen nochmal an. Helligkeit 8, das passt. Damit ihr auch im Video in den dunklen Passagen noch was seht. So, ich gucke mal ganz kurz die Steuerung. Natürlich jetzt mit dem PS3-Knüppel. Nicht mehr mit dem Xbox-Pack. Jetzt muss ich mich schon wieder umstellen. Großartig. Nach zwei Seasons Dark Souls kommt jetzt wieder Demon's Souls auf der PlayStation. So, und ich möchte natürlich zu Beginn ein schnelles Roadspeed haben. Auch das ist identisch mit Dark Souls. Und ja, jetzt haben wir's. Jetzt sehe ich natürlich halb nackt aus. Gucken wir, ob wir hier vielleicht nochmal die Handschuhe wieder anziehen können. Ob ich da noch schnell rollen kann. Jo, das passt. Das ist super. Dann kann ich hier die Stilett nochmal wegpacken und die Gräser. Die Gräser ersetzen übrigens in Demon's Souls die Essos-Flakons aus Dark Souls. Das heißt, es gibt nicht einen vorgegebenen Maximalstand an Gräsern, den ihr mitführen könnt. Lass dich doch mal backstabben. Ja, der will nicht. Also auch hier kann man normalerweise rumzirkeln und backstabben. Dann machen wir ihn halt nochmal. Ja, die Heilgräser ersetzen die Estus-Flakons. Das heißt, ihr könnt die farmen, die Gräser, und habt dann nicht eine vorgegebene Menge, wie zum Beispiel bei den Estus-Flakons. Ihr könnt halt eben 100 Sichelmondgras mit euch führen und die halt benutzen. Im PvP kann das halt sehr lange dann dauern. So, ich versuche natürlich hier wieder zu backstabben. Gelingt mir natürlich nicht. Ja, ist nicht verwunderlich. Ich hab ja auch in Dark Souls mit dem neuen Pad ein bisschen gebraucht, bis ich mich drauf eingestellt habe. So wird es wahrscheinlich hier auch laufen. Bis ich wieder ein Gefühl für den PlayStation-Knüppel habe. Ich habe ihn halt ja lange nicht mehr mit diesem Spiel benutzt. Gucken wir mal, dass wir die beiden hier parallel ausgeschaltet bekommen. Wir staggern die auch sofort. Das ist super. Dann können die uns nämlich keinen Hit reindrücken. So, hier ist auch nichts. Ja, wie gesagt, hier muss man farmen. Das heißt, wenn man jetzt stirbt und kein Sichelmondgras mehr hat. Alter, schon wieder kein Backstep. Kann man sich tatsächlich nicht heilen. Es wird nicht automatisch aufgefüllt. Das ist so der größte Unterschied. Also hier kann man wirklich auch ein bisschen Zeit immer mit dem Farmen verbringen. Wenn man halt viele Ressourcen halt rausballert. So, wie gesagt, das ist hier das Tutorial, wie ihr ja auch oben rechts erkennt. Es gibt in diesem Spiel sogenannte Tendenzen. Da werde ich später nochmal drauf eingehen. Um verschiedene Events auszulösen. Es gibt halt die White Tendency und die Black Tendency. Und das sowohl für Welt als auch Charakter. Das Ganze ist ein bisschen kompliziert. Jawohl, der erste Backstab im Spiel. Das macht mich doch ein wenig positiv. Oder stimmt mich positiv. Und der zweite gleich hinterher. Wow, zwei in a row. Bin ja doch schon ein bisschen begeistert jetzt. Was ist jetzt hier mit dir? Kann ich dich noch backstabben? Nee. Super. Also, aller guten Dinge sind hier nicht drei an der Stelle. Und da kommt schon noch einer. Das hat man schon am Schatten gesehen. Das ist auch immer ein guter Indikator, wie man die Welt beobachten kann. Einfach auf die Schatten achten. Die fliegen nämlich meistens früher ins Bild als die Leute an sich.
Und dann können wir hier den ersten Keilstein benutzen, der uns in einen neuen Bereich warpt. So ist dieses Spiel hier nämlich aufgebaut. Aber dazu auch später noch mehr, genau wie zu den Welttendenzen. Da werden wir jetzt im ersten Durchgang gar nicht so viel drauf achten, weil es im Online-Spiel, wenn man online mit dem PSN verbunden ist, fast gar nicht möglich ist. Man müsste offline spielen, aber das will ich nicht. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Next Step! Ja, schönes Stößchen hier. Und er lebt noch, was ist denn da los? Ja, ich muss mal dringend andere Waffen haben oder meine Dinger hier pushen, meine Stats. Ist ja unglaublich. Na, er lebt noch nach dem Backstep, das irritiert mich ein wenig. So. Ach, da kommt noch so ein Moped-Mann. Stößchen? Kein Stößchen. Na dann, ach doch, ein Stößchen. Ja, gefühlt kann man sagen, der Backstep ist hier... Ach, erstmal machen wir den. Das sind hier fiese Ritter, die pariert man am besten. Genau so. Katy Perry. Bam. Dann sind die nämlich kein Problem. Wenn man nicht pariert, sind die ziemlich finster. Deswegen mache ich die immer mit dem Parry und fange an zu schwitzen, weil ich kein gutes Parry-Timing habe. So, lass dich mal parieren. Au. Oh, ist doch ein Sound gehört. Obwohl er mich getroffen hat, also das war so ein Last-Frame-Parry irgendwie. Ja, gefühlt ist das Backstep-Timing hier in Demon's Souls schwerer. Dafür ist das Parier-Timing ein bisschen einfacher, wenn man es halt mit Dark Souls vergleichen will. So meine persönliche Meinung. Ich meine, wenn ihr beide Spiele gespielt habt, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es ähnlich seht. So, da haben wir so einen lustigen Bogenschützenmann, der mit dem Bogen zur Messerstecherei kommt. Dann können wir ihn auch einfach mal schnell abstechen, denn da hat er gar keine Chance gegen uns. Und er droppt Sichelmondgras, da bin ich Fan von. Heil-Items, immer gern gesehen in diesem Spiel. Braucht man nämlich auch. Wie schon eben erwähnt, sie werden ja nicht automatisch nach dem Tod zurückgesetzt. So, was ist mit dem da oben? Da oben ist nämlich jetzt ein Bogenschütze und ein Schwertträger. Ich möchte natürlich erst den Schwertträger machen. Komm doch mal hier runter. Dann können wir uns hier unten nämlich mal gepflegt unterhalten, mein Freund. Und eventuell... Backstep! Genau. Ach, der lebt auch noch. Was ist denn da los? Ja, finde ich jetzt nicht in Ordnung von dir. So, keine Widerworte. Jetzt ist der Bogenschützenmann da oben dran. Gucken wir mal, ob wir uns auch da wieder in den Rücken zirkeln können. Prinzipiell ist es halt möglich. Ich habe da anscheinend im Moment noch kein gutes Timing. Ich hoffe, das verbessert sich noch. Ach, der hat sogar was gedroppt. Jetzt muss ich mal... Achso, ja, Dreieck für wechseln. Dann kann ich das Sichelmondgras hier einsacken. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Und, ja, lass dich doch mal. Genau. Immer schön von hinten. Und dann R2. Gut. Drehen wir einmal hier die Kamera in diese Richtung und laufen mal hier hinten hin, denn da liegt noch was. Das nehmen wir natürlich mit. Ein Halbmondgras, das ist quasi ein verbessertes Sichelmondgras, halt ein bisschen mehr. Ja, da gibt es halt eben unterschiedliche Stärken nachher. Das ist quasi wie so eine Upgrade der Estus-Flakons, wenn man so will. Gut, und jetzt können wir eigentlich schon fast sagen, ich drehe mich mal hier in die Kamera, beziehungsweise lege mal ganz kurz nochmal mein Schild ab. Das brauche ich nämlich jetzt nicht. Jetzt nehme ich das Schwert nämlich mit Dreieck in die beiden Hände, mache mich nochmal voll mit einem Sichelmondgras. Und jetzt drücke ich mal X und suche mir mal schön ein Emote aus und sage Boss Time in Demon's Souls, liebe Freunde. Wir ziehen gegen den Tutorial in die Schlacht, Tutorial Boss in die Schlacht, wo ich gar nicht weiß, wie er heißt. Vorreiter. Vorreiter heißt er. Gut, dann machen wir mal den Vorreiter. Und ich sag mal dazu, als ich hier vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren das erste Mal war, kam ich rein und er hat mich einfach totgehauen. Ich hatte überhaupt keine Chance, ich habe dir nicht einen Lebenspunkt abgezogen und ich war instant tot. Und ich behaupte einfach mal, das wird vielen, wenn nicht sogar allen Spielern so gegangen sein. Das war eine verdammt harte Nuss zu gehen und ich dachte mir, what the fuck, will uns das Spiel hier antun? Wo bin ich gelandet? Ich werde das Spiel niemals im Leben fertig bekommen. Aber nach ein bisschen Dark Souls Erfahrung stelle ich gerade fest, der Typ ist gar nicht so schwer, weil im Endeffekt... haben wir den schon dreimal pro Durchgang in Dark Souls gemacht. Denn Nerdert ist ja fast so hier der Dämon aus dem Startergebiet in Dark Souls. Und der kann nicht viel mehr. Der schwingt ein bisschen nach vorne, macht eine Arschbombe und das war's. Das heißt, bei den Angriffen einfach hinter ihm stehen und wenn er seinen Arschplatscher macht, einfach weggehen. Und die Sache läuft. Ja, das ist tatsächlich...
die Erfahrung, die man dann aus Dark Souls mitbringt, und ich stelle wirklich fest, das macht das Ganze hier wirklich, jetzt mal weg, ein bisschen einfacher. Aber ich will den Tag nicht vor dem Abend loben, wahrscheinlich weiß ich gleich doch noch ins Gras und ihr lacht euch schlapp. So, lass mich mal wieder bitte dahinter, dankeschön, denn da vorne ist nicht so die schönste Position, ich mag lieber dein Popo. Ich möchte mal eine Rektaluntersuchung anordnen und, nee, ich muss weg. So, jetzt können wir mal weiter untersuchen. Nee, dein Bauch, der gefällt mir nicht, da habe ich nichts mit zu tun. Und wir können hier einmal wieder einfach draufholzen. Wie gesagt, das Schwert halt in beide Hände. Aua, womit hast du mich denn getroffen? Mit deinem Fettwams. Geh weg. Böse. Ja, das sieht verflucht gut aus, liebe Freunde. Und ich bin dann gleich ein wenig begeistert, weil ich habe den persönlich noch nie selbst besiegt. Habe ich ja gesagt, ich habe es nicht genördet. Aber mit der Dark Souls-Erfahrung ist es tatsächlich schaffbar. Yay! Moment, da muss ich ja jetzt aber einfach auch mal hier einen Emote nochmal machen. Wir wollen ja mal tatsächlich bei unseren Traditionen bleiben. Da unten jubeln sie gut aus. Dann machen wir doch mal Yay! Ja, und aller guten Dinge. Ich meine, einmal was ohne Emote, einmal mit Emote. Machen wir doch nochmal hier das Hurra! Yay! Und wie es von hier weitergeht, liebe Freunde, aber erstmal ziehe ich noch ganz kurz mein Schild an. Ich glaube, das brauche ich gleich oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Wie es von hier weitergeht, für alle, die das noch nie gesehen haben, schauen wir uns das im nächsten Part an. Ja, Spannungsbogen aufrechterhalten und so, liebe Freunde. Und ich sage, wie immer an dieser Stelle, ihr seid es ja gewöhnt und könnt jetzt mal raten, was ich sagen werde. Bis dahin.